Okay, wir sehen Empoleon das erste Mal. Ich glaube, jetzt haben wir alle 6 Mons gesehen, ne? Na gut. Schauen wir mal. Das braucht Kabel gut. Kommt drauf an, wie du dein Kabel spielen willst. So, da kommt Tobutz. Alrighty. Das war mir klar, weil ich nicht will, dass Tobutz durchgeht, habe ich mit Omod geleadet. Weil dadurch dann wieder alles so offen ist. Die Frage ist halt, ob er Extreme Speed oder Aqua Jet auf Empoleon oder Dragoran spielt. Das wird gleich nochmal ganz interessant. Wenn nicht, GG. Hat der einfach gewonnen. Spaß, natürlich nicht. Aber das wird dann auf jeden Fall interessant. Heißer, defensives Kabel ist ja übelst gut. Ich fühle den ja mega. So, wir wissen immer noch nicht das Item von Tobutz, glaube ich, oder? Wir wechseln actually raus. Oha. Und da kommt Empoleon rein. Der kriegt eine Menge Damage. Der kriegt eine sehr, sehr große Menge Damage. Yep, das ist guter Schaden. Hab actually mit mehr gerechnet. Ich glaube, der ist tatsächlich Spedef, wenn ich ehrlich bin. Also er ist auf jeden Fall nicht offensiv oder so. Dann gehen wir hier für Gigasauger. In der Hoffnung, dass wir irgendwas leben. Wenn nicht, dann wird Tobutz jetzt durchgehen. Wir werden nichts leben, safe nicht. Oder? Oh Gott! Ah, schade. Oh doch, wir hatten sehr viele Skorgo, Julian. Wir hatten schon sehr, sehr viele Skorgo. 23 Kapier was leben. Ja, er hätte ja gönnen können. Aber ich hätte ja auch nicht mehr auswechseln können. Das sollte GG sein, weil ich kein Scarf Nidoqueen spiele. Sollte GG sein. Strong! Dieses Tobutz macht echt viel Work, ne? Tobutz ist richtig, richtig gut. Der ist echt nicht schlecht gegen viele. Arena-Leiter. Bin ich mal gespannt, wie das später noch weiterläuft. Weiß nicht, ob Nidoqueen maybe was im Psychic von Tobutz leben kann. Wahrscheinlich nicht. Ja, bisher macht er sich nicht schlecht. Bisher macht er sich ziemlich gut. Die Frage ist, kann... Toxer kann, könnte maybe ein Leben, glaube ich. Aber... Weil er, ja, wobei der... Also, er hat seine Bundeswehr, der macht das halt sehr. Ja, ich will safe. Felix. Ich weiß nicht, reicht? Ja, ich will safe. Killen. Pipo GT. Okay, vielleicht sehen wir noch das Item dadurch von Tobutz. Vielleicht, ich glaube, der könnte actually Expert Belt sein. Ich glaube, der ist Expert Belt. Aber strong! Damit geht auch der 5. Orden an Sarilin. Aber jetzt kommt Orden Nummer 6. Wir sehen Piondragi, Rotomo und Empoleon tatsächlich. Okay. Okay. Alright. Okay. Ha. Alright, okay. Schauen wir mal, womit der leadet. Was dabei so rumkommt. So, Piondragi im Lead. Yes. Aslazika, bis später. Couscous. So. Oh, ist der Scarfed? Ich glaube, der ist Scarf, oder? Der muss Scarf sein. I guess. Warte, Panimos ist doch schneller, oder nicht? Wie schnell ist Panimos? Nee, was? Der ist ja nicht Scarf. Ich dachte, Panimos hat so 110 oder so. Ich dachte, Panimos ist ein Gewinner.
Aber der ist einfach nur sehr schnell. Na gut. Aber kann ich mit leben? Können wir erstmal mit arbeiten. So, jetzt gehen wir raus ins Starmie. Ja, Panimaster-Tunnel. Ja, vielleicht habe ich das im Kopf. Das Problem ist wirklich, dass ich keinen Focus Blast auf Dings habe. Aufs Simsala. Das würde mich so enorm weiterbringen. Wenn ich Focus Blast auf Simsala hätte. Das wäre so huge. Ich hatte so viel Schiss bei den ganzen Moves. Hydro-Pumpe oder Focus Blast oder so zu spielen. Aber im Endeffekt geht es eigentlich für mich um gar nichts. Wäre, glaube ich, vielleicht sogar besser gewesen. Werde ich beim nächsten Mal, glaube ich, eher berücksichtigen. Ich spiele Competitive. Ja, er wechselt eigentlich wirklich raus. Geh raus zu einem Poyon. Ja, ein Poyon kommt rein. Okay. Okay, wie viel Schaden bekommt der? Ah, wäre Ding schneller gewesen. Ja, ist nicht schlecht, der Schaden. Aber auch nicht so viel, ne? Wir müssen erstmal weiter für Surfer gehen. Wir können auf keinen Fall rauswechseln. Ja, aber ich würde keine Pokémon austauschen, lieber Jan. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Okay, Siedewasser. Macht halt nichts, ne? Macht halt auch nichts. Aber das Problem ist... Ich weiß eigentlich gar nicht, wer den Kampf hier gewinnt. Selbst wenn ich den gewinnen sollte... Rotomow könnte auch noch Scarf sein. Das wissen wir, glaube ich, auch noch nicht. Aber ich glaube, ich gewinne das Battle hier nicht mehr, weil er die Leftovers hat. Ah, aber der kann mich auch burnen. Okay, kein Burn. Sag, wenn er mich nicht... Ich glaube, ich brauche noch ca. 3. Er in der Theorie auch, außer er burnt mich. Wenn er mich burnt, muss ich eigentlich rauswechseln. Dann verliere ich zwar meinen Sash, aber ich muss es trotzdem machen. Okay, wir bleiben erstmal noch drin. Außer wenn ich merke, yo, das gewinne ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich gewinne es auf gar keinen Fall. Wir müssen rauswechseln. Wobei, wäre es noch einmal Air-Surfer gewesen? Ich weiß nicht mal, ob ich Empoleon finde. Wenn ich einen Nasty Plot gedrückt habe, ich mache ja gar nichts gegen Drapion. Ja, wäre... Ja, jetzt kommt nicht der Burn. Wäre halt nice gewesen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Nasty Plot Focus Blast gewesen wäre, das wäre nice gewesen. Und ich habe, by the way, kein Magieschild, falls Fake Out für meinen Focus Sash Simsala kommt. Ja, da wäre natürlich Nasty Plot mit Focus Blast wäre ja giga wild, wenn ich so drüber nachdenke. Wäre so viel stärker gewesen. Na gut, das werde ich mir fürs nächste Mal auf jeden Fall merken. Aber so können wir das auf jeden Fall nicht holen. Auf jeden Fall Energy Ball, wie viel macht der? Junge, der Kornix, Alter. Gegessen hat er den zum Frühstück. Noms. Und durch den Burn killt es hier auch. Na gut, damit holt er sich auch Kampf Nummer 6. Nicht schlecht, nicht schlecht. Danach kommt Pyro. Wir kennen ja sein Team ein bisschen. Empoleon wird mitkommen. Dragoran wird mitkommen. Und wahrscheinlich Tobot. Oder Panferno. Eins von beiden. Wir gehen jetzt für die Freezes. Jetzt geht's hier rund. Ah, warte, der hatte Siedewasser, ne? Jetzt geht's doch nicht rund. Na gut! Schade, schade! Ich hab's versucht. Chat. Und damit holt sich Sailin auch den 6. Orden. Wild. Sehr, sehr wild. Damit gehen wir rein in Kampf Nummer 7. Gucken wir mal, was uns hier so erwartet. So, da kommt Empoleon. Okay. Empoleon. Okay. Ich habe einen Gameplan. Gameplan ist entwickelt.
Ich liebe es, bei 3 gegen 3 Matches kann man so nice Gameplan sich schon von vornherein. Oh! Da geht mein Gameplan dahin. Stimmt, der kann ja Solarstrahl. Ich war so im UPP-Feeling drin. Und da dachte ich mir, ja, Energy Ball, let's go. Okay, das ist interessant. Das ist natürlich jetzt interessant. Die Rocks, die habe ich jetzt nicht berechnet, wenn ich ehrlich bin, in meinem Gameplan. Aber ist erstmal noch in Ordnung in der Theorie. In der Praxis glaube ich nicht so, in der Theorie schon. Aber mal gucken. Oh, Protect! Oha. Ach du Scheiße. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Aber ist okay. Das ist halt echt die Sonne, ja. Rocks und Protect extra für Pyro wahrscheinlich mitgenommen. Das ist nicht schlecht. So, damit kämen wir erstmal im Polion. Meint schon die Sonne. Ich glaube, es ist jetzt nicht so schlimm. Aber mal gucken. Mal gucken. Deswegen hat Team Energy Ball drauf. True. So, Dragoran kommt tatsächlich an. Nicht Dings, okay. So, das wollte ich tatsächlich. So, wir gehen nämlich hierfür. Chip Damage wäre nice gewesen. Aber wir müssen hierfür gehen. So. Drachentanz kommt, yes. Yes. So. Sonne, ich verliere deine Intensität. Das wäre jetzt eigentlich ein wichtiger Turn, bei dem ich die Sonne schon echt gut gebrauchen könnte. Aber ist in Ordnung. Let's go, Glurak, du bist dran. So. Okay. Eieiei. Das wird sehr, sehr spannend. Drachenklaut kommt. Bin ich runter auf die Beere. Imagine, der hätte jetzt Chip Damage, das wäre auch schon ganz nice gewesen. Ich meine, wir kriegen jetzt so plus 1 Luftschimp raus. Da wäre jetzt halt voller Power nice gewesen. Das macht gar nicht so extrem viel. Das macht gar nicht so extrem viel. Ich gehe nochmal auf Luftschimp. Die Frage ist, hat er vielleicht sogar. Okay, er geht schon Drachenklaut. Er könnte maybe Extreme Speed haben, aber muss er mir auch gar nicht revealen. Muss er ja gar nicht. Nee, das werden wir nicht gewinnen. Das werden wir, glaube ich, unter keinen Umständen gewinnen. Jetzt hier wieder der Rock Damage. Ah, hier sind die Boots drauf, ne? So, der hat einen D-Dance drin, Kusha, deswegen. So. Ah, ich muss hierfür gehen. Ich gehe für meine potenzielle Winning Option. Ich gehe für meine potenzielle Winning Option. Wie viel macht der? Ja, viel zu viel. Viel zu viel zu viel! Damit können wir das nicht nach Hause holen. Der ist minus 2. Minus 2 Tag. Und der drückt mir 50 Millionen Schaden rein. 50 Millionen. Ich meine, Knuddel hätte. Ja, doch, hätte wahrscheinlich maybe schon gekillt. Ich weiß nicht genau. Krass, dass der mich trotzdem so hops nimmt. Minus 2 Tag. Nee, kam ja noch ein Bedroher rein, oder? War schon minus 2. Attack war schon richtig. Nein, Chat. Ihr habt den Bedroher nicht gesehen. Jungs, ihr könnt nicht so lost sein. Aber trotzdem, nicer Kampf. Nicer Kampf. War minus 2 und actually guter Schaden von EQ. Actually sehr, sehr guter Schaden von EQ. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit geht es weiter zu Giovanni. Und wir sehen Orden Nummer 8 wieder. Okay, er hat Rotomo, Tobots und Dragoran mit. Das ist so in etwa das, womit ich tatsächlich auch schon gerechnet habe. Zumindest Dragoran und Tobots, Rotomo hatte ich schon wieder ausgeblendet, aber ja, obviously, natürlich macht das, ergibt das Sinn. Hm, wird interessant. Wird interessant. Da kommt Tobots im Lead.
Damit habe ich auch schon gerechnet. So. Den hierfür. Ich habe auch über Steinkante nachgedacht, falls sie rauswechselt. Aber Tiefschlag gibt mir hier den besseren Schaden, den ich brauche. Da kommt Psychic, okay. Venus runter auf den Zelt, das ist in Ordnung. So. Ich gehe jetzt hierfür. Ist zwar risky, aber ich gehe dafür. Nice, Dietrich hätte ich. Richtig. Richtig und richtig. So. Dietrich holt sich hier den Killer an Turbutz. Der ist schon mal sehr, sehr gut. So, das heißt, jetzt kommt Dietrich rein. Ich weiß, jetzt kommt maybe Rotom rein oder Dragoran. Dragoran haben wir immer noch keinen Extreme Speed gesehen. Den könnte er potenziell haben. Und wir wissen immer noch nicht, ob Rotom eventuell Scarfed ist. Da kommt Dragoran rein. Ich würde echt gerne für... Na, Extreme Speed wäre so oder so schneller, wenn er auf plus... Weil es plus 2 ist. Das ist plus 2 Prio. Das heißt, da würde Sucker Punch mir sowieso nichts bringen. Das ist in jedem für Steinkante. Turbutz hat Schwebe, ne? Der kann bei Ausweglos rauswechseln. Oh, er hat kein Extreme Speed. Kein Extreme Speed. Da kommt Drachentanz. Okay. 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 Jetzt sind wir in der doofen 50-50. Sind wir unbedingt in der doofen 50-50? Hm. Ich habe in der Theorie einen Gameplan. In der Theorie habe ich einen Gameplan. In der Praxis weiß ich es noch nicht so genau. Ha! Das wird wild. So, er geht nochmal für D-Dance. Oha! Wenn Dietrich trifft, ist es over. Wenn Dietrich trifft, dann ist over. Und Dietrich trifft. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Rote muss mich angreifen. Ich kann safe Sucker Punch gegen ihn drücken. Er könnte Scarf sein, aber ich glaube, das ist ein GG. Und tatsächlich stirbt er hier. Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Good one. Oh, nicht schlecht. Das Flasche Pokémon. Oh nein, Solid. Und so, jetzt kommt Nidoking rein und ich glaube, das ist ein GG. Holy shit. Aber strong matches. Er ist auch scarfed. Aber das killt nicht. Das killt auf keinen Fall. Und das ist ein GG. Strong aber. Stronger Games. GG. Heftig. Nice. Damit ist es ein G zu dem G. Sarilin geschafft es bis zum Achtorn, bis zu Giovanni. Er spart. Okay. Alright. Sehe ich, sehe ich. Das heißt, Sarilin kommt auf 7 RGP.